Hey, lass uns zusammen heute wieder schöne Nägel gestalten. Ich werde heute meine Nägel verlängern. Außerdem benutze ich heute Polygel und ich zeige dir meine neuen UV-Lacke. Viel Spaß! Wie du siehst, ich schiebe die Nagelhaut jetzt erst einmal vorsichtig zurück und danach werde ich meine Naturnagel erst einmal anbuffern. Dann entferne ich erst einmal überschüssige Nagelhaut. Da solltest du auch ganz vorsichtig arbeiten und sehr behutsam sein. Um weitere Nagelhaut zu entfernen, benutze ich heute meine neue Akkufräse. Das ist diese hier. Die bekommst du in drei verschiedenen Farben. Wie du siehst, es geht wirklich super schnell und einfach damit die Nagelhaut zu entfernen. Auch benutze ich den entsprechenden Bit, der war auch im Set hier enthalten. Ich persönlich finde die Akkufräse sehr gut. Sie macht sich wirklich super, um die Nagelhaut zu entfernen. Ich habe hier auch verschiedene Bits ausprobiert und getestet. Allerdings entferne ich damit nicht so gerne, ja, ich sag jetzt mal Gelnägel oder Polygelnägel, Acryl und so weiter. Ich benutze die eher so für die Nagelhaut, quasi für das Drumherum. Aber ich benutze die auch, um zum Beispiel Tipps zu befallen. Das macht sich auch wirklich super gut. Der Nagel wird jetzt erst einmal von mir entstaubt und dann geht es auch schon weiter. Ich werde jetzt einen Tipp kleben. Wie du siehst, jetzt benutze ich auch wieder die Akkufräse, um den Tipp zu befallen. Es macht sich wirklich auch super gut. Ich habe hier jetzt auch einmal den Bit gewechselt. Hier siehst du noch einmal die Fräse von der Nahaufnahme. Sie ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Du kannst auch in verschiedene Richtungen fallen und wie du siehst, man erhält sie in drei verschiedenen Farben. Das Set, was ich erhalten habe, war auch sehr umfangreich. Du hast hier zum Beispiel auch ein, ja, ich sage jetzt mal Beutelchen dazu, verschiedene Bits. Außerdem gab es einen Staubpinsel dazu und auch noch Feilen. Also wirklich ein tolles und riesiges Set. Den Akku von der Fräse kannst du auch wirklich ganz leicht wieder aufladen und der hat bei mir auch wirklich sehr lange gehalten. Wie du siehst, den Übergang konnte ich wirklich sehr gut befallen vom Tipp. Ich werde den Tipp jetzt allerdings noch etwas kürzen und dann nehme ich mir noch eine Handfeile und werde das Ganze noch ein wenig zurechtfeilen. Nachdem ich den Nagel jetzt noch gut vom Feilstaub befreit habe, benutze ich jetzt erst einmal einen Dehydrator. Auch auf dem kompletten Nagel trage ich den sehr gerne auf. Jetzt benutze ich noch Primer, den trage ich allerdings nur an den Seiten auf. Weiter geht's mit Basecoat, den trage ich auch auf dem kompletten Nagel auf, allerdings an den Seiten gut Platz lassen, damit hier nichts abplatzt. Der Basecoat wird dann auch wieder gut ausgehärtet. So schaut das Ganze nach dem Aushärten aus und ich benutze heute Polygel. Ich benutze dieses hier, das hat eine leichte dünne Spitze und daher kann ich das auch direkt auf dem Nagel aufgeben. Ich liebe dieses Polygel, weil sich das so einfach anwenden lässt und ich brauche hier im Übrigen auch kein Liquid, weil das wirklich so super, ja, in der Anwendung ist, dass man das hier nicht benötigt. Und wie du siehst, modelliere ich jetzt erst einmal meinen Aufbau. Auch das Polygel wird dann natürlich unter der Lampe gut ausgehärtet. Nach dem Aushärten cleane ich jetzt einmal gut ab.
Dann werde ich jetzt noch einmal den Bit wechseln und das Ganze befeilen. Ich feile auch sehr gerne mit einer Elektrofräse, weil ich das einfach ja sehr einfach finde für mich und das einfach super schnell geht. Du kannst hier aber auch mit einer ganz normalen Handfeile feilen, je nachdem, wie du das gerne machen möchtest. Der Feilstaub wird wieder ganz gründlich entfernt, darauf solltest du auch immer gut achten, damit du keine Haftungsprobleme bekommst. Ich mache jetzt weiter mit meinen neuen UV-Lacken. Das hier ist die erste Farbe, wie du siehst. Die möchte ich jetzt gerne erst einmal im Fullcover auftragen, um ja einfach mal zu schauen, wie das Ganze so aussieht. So sieht das Ganze jetzt als Fullcover aus. Ich finde, das ist auch mal eine andere Farbe einfach. Es ist so ein ja schönes Braun, aber irgendwie auch so ein bisschen Orange mit dabei. Also sieht richtig cool aus. Das ist im Übrigen jetzt die erste Farbe von 6 verschiedenen. Ich habe hier ein wunderschönes Set erhalten mit ganz tollen Herbst-Winterfarben. Ich teste jetzt mal die nächste Farbe, das ist so ein ja eher dunkleres Braun und die Farben sind im Übrigen von der Firma Markart. Ich liebe diese Marke, denn die stellt ganz tolle Produkte her. Wie du hier bei mir erkennen kannst, ich trage jetzt einen French auf, ich wollte das einfach mal ausprobieren und man sieht, die Farben verlaufen überhaupt nicht schnell, also ich kann hier wirklich einen French damit auftragen und Design finde ich sehr cool. Je nachdem, was du hier für eine Lampe benutzt, müssen die Farben dann 60 bis 120 Sekunden aushärten. Und im Anschluss versiegle ich jetzt noch meinen Nagel mit einem Topcoat. Ich trage Topcoat gerne in 2 Dünnschichten auf und lasse ihn dann gut unter der LED-Lampe aushärten. Das ist mein fertiges Ergebnis. Ich hoffe natürlich, dass dir die Nägel genauso gut gefallen wie mir. Denk bitte dran, dass ich kein Nagelprofi bin, sondern das Ganze einfach aus Spaß zu Hause gestalte. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib mir doch gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao!